Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Mitfeiernden, die Sie von zu Hause mit uns diesen Gottesdienst in unserer Pfarrkirche Obergrafendorf am heutigen Weißen Sonntag feiern, am Sonntag der Barmherzigkeit. Und ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der auferstandene Herr Jesus Christus brachte Geschenke mit. Das erste Geschenk ist die Glaubenszuversicht, dass Jesus selbst das Leiden und den Tod überwunden hat. Das Leben hat den Tod besiegt. Das zweite Geschenk ist der Friede. Shalom, Friede sei mit euch. Dass Jesus seine erstaunten Jünger zugesprochen hat. Und das dritte Geschenk ist die Verzeihung der Sünde, dass er in das Sakrament der Versöhnung seine Jünger anvertraut hat. Denen ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben, sagte Jesus. So besinnen wir uns und bitten jetzt um Gottes Erbarmen. Herr Jesus Christus, deine Liebe begleitet uns in unserem Leben. Mitte. Du hast den fragenden Thomas nicht abgeschrieben. Du hast dich voller Geduld seiner besonders angenommen und dich von ihm berühren lassen. Unserem Suchen und unseren Fragen Halt und Zuversicht. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns Sünden und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir wollen beten. Barmherziger Gott,
Durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wie er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, haben auch wir, seine Kinder, die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf jenes Leben, das Gott in seiner neuen Welt für euch bereithält. Auf ein Leben, das nie vergeht und das seinen Glanz und seine Schönheit nicht verliert. Bis dahin wird euch Gott in seiner großen Macht beschützen, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie unvorstellbar schön das neue Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Ihr habt allen Grund zur Freude, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfung führt und ihr viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold. Wie das Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird auch euer Glaube die Feuerprobe des Leidens bestehen. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch an den Tag, an dem Christus kommt, mit Ehre und großer Herrlichkeit krönen. Ich weiß, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und ihr freut euch schon unbeschreiblich auf den Tag, an dem er für alle sichtbar kommt. Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens und für alle Ewigkeit gerettet sein. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Toren versammelt waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfängt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behartet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete: Wenn ich nicht das Mal der Nagel an seine Hände sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nagel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder darinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Toren, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deine Finger hierher aus und siehe meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Mitfeiernden, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich habe für heutigen Gottesdienst 2 Gegenstände mitgebracht. Einen Rollen Klopapier und Nudeln gefüllt in ein Glas. Damit möchte ich euch fragen: Woran erinnert euch das, diese 2 Gegenstände, die Klopapier und diese Nudeln?
Woran erinnert es euch? Für mich sind diese zwei Gegenstände inzwischen zum Zeichen der Verunsicherung geworden. Zeichen der Verunsicherung, die wir alle am Anfang der Corona-Krise erlebt haben. Ich war auch in einem Supermarkt und ich kann mich noch erinnern, wie ich vor dem leeren Regal gestanden war. Da war ich auch enttäuscht, dass ich nicht kaufen konnte. Heute können wir darüber lachen, aber damals war wirklich so viel Unsicherheit, so viel Angst im Raum gestanden. Es ist nicht einfach, die Ruhe zu bewahren inmitten der Angst. Und ich denke mir, umso schlimmer musste es unter den Jüngern gewesen sein. Wie verängstigt waren sie? Wie verzweifelt waren sie? Wie ihr Meister, Jesus, verhaftet, gekreuzigt und begraben wurde? Hinter verschlossenen Toren haben sie sich versammelt, so haben wir im heutigen Evangelium gehört. Aus Angst haben sie sich versteckt und die Tor verriegelt. Sie waren verunsichert, sie waren verzweifelt. Aber es gibt kaum eine Glaubenserfahrung ohne Zweifel. Auch in unserem persönlichen Glaubensleben kennen wir Zweifel, jeder von uns. Es gibt Situationen, in denen wir verzweifelt sind, in denen wir zweifeln. Es gibt Ereignisse, wo wir Gott die Warum-Frage stellen. Gott, warum dies und warum jenes? Aber Jesus begegnet unsere Zweifel mit seiner unendlichen Liebe, wie er es heute in der Begegnung mit seinen Jüngern gesagt hat. Der Evangelist Johannes erzählt uns, wie Jesus das verschlossene Tor geöffnet hat, wie er seine Jünger von ihrem Angst und Zweifel befreit hat. In der Begegnung mit den Auferstandenen haben sie einen neuen Sinn, eine neue Hoffnung entdeckt. Hinter verschlossenen Toren haben sie sich die Sinnfrage gestellt, welchen Sinn gibt es, dass es mich gibt? Was gibt es eine Hoffnung nach meinem Tod? Ist das Leben mit dem Tod zu Ende? Diese Frage ist zugleich auch die größte Frage der Menschheit. In der Begegnung mit dem auferstandenen Herr Jesus Christus haben die Jünger eine Antwort auf diese große Frage der Menschheit entdeckt. Und die Antwort ist Jesus, der Auferstandenen. Durch seine Auferstehung wissen wir, dass Auferstehung von den Toten möglich ist. Wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wir wissen, dass Leben in Fülle ist möglich. Wir wissen, dass das ewige Leben bei Gott, unserem Vater, ist möglich. Ist möglich für alle, die zu Jesus gehören und ihm vertrauen. Für unser Leben ist es etwas Erfreuliches, ist es etwas Wunderschönes für mich zu wissen, dass mein Leben nicht mit dem Tod zu Ende geht, sondern mit einem ewigen Leben bei Gott, meinem Vater. Durch die Begegnung mit den Auferstandenen
haben die Jünger auch den Mut bekommen, aufzubrechen, hinauszugehen, die frohe Botschaft zu verkündigen, und zwar ohne Zweifel, ohne Angst. Im Gegenteil, schauen wir die erstaunliche Veränderung bei der Apostel Petrus an. Der Petrus, der in der Ölbergnacht sich nicht wagte, zu Jesus zu bekennen, steht jetzt auf dem Marktplatz von Jerusalem in aller Öffentlichkeit und verkündet Jesus als den Auferstandenen, als den Herr. Da musste etwas Großes passiert sein, etwas Gewaltiges. Warum diese plötzliche Umschwung unter den Aposteln? Das war möglich, weil sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Das war möglich, weil den Auferstandenen seine Jünger mit einem neuen Geist segnete. Er hauchte neues Leben in sie ein. Und sie bekommen die Kraft, ihr Leben neu zu ordnen. Und sie bekommen auch die Kraft, denen zu verzeihen, zu vergeben, die sie gequält haben. Wie schön wäre es, liebe Schwestern und Brüder in Christus, es wäre eine wunderbare Erfahrung, wenn uns heute auch ebenso der Auferstandenen begegnete. Es wäre schön, wenn die verriegelte Tür zu unserem Herzen geöffnet wird. Es wäre schön, da würden wir von unserer lähmenden Angst befreit. Und wir würden die heilende Kraft Gottes in unserem Leben verspüren, die es uns ermöglicht, dass wir uns öffnen und trotz Angst zu leben, die es uns ermöglicht, dass wir im Alltag einander mit Liebe begegnet, die es uns ermöglicht, dass wir nach einem Streit in der Familie, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, dass wir nach einem Streit uns versöhnen und wieder einander die Hände reichen. Wie Jesus im heutigen Evangelium trotz der verschlossenen Toren in das Leben seiner Jünger wieder eingetreten ist, ist für mich eine ermutigende Illustrierung dessen, was wir in unserem Glaubensleben als Gnade bezeichnen. Mitte unter seinen Jüngern sprach er die gewöhnliche Gruß: Der Friede sei mit euch. Hinter diesen Jesu Worte stecken sehr viel Kraft. Es geschieht da, was er sagt. Frieden entsteht, Frieden unter die verängstigten Jüngern. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, in unserem heutigen verängstigten Lebenssituation angesichts der Corona-Krise spricht Jesus auch seine kraftvolle Worte hinein. Heute sagt Jesus zu uns allen: Der Friede sei mit euch. Habt keine Angst. Ich bin da für euch. Ich gehe mit dir auf deinen Lebensweg. Ich begleite dich. Ich teile auch deine Sorge mit, die Sorge um deine Gesundheit, die Sorge um dein Auskommen. Siehe, ich werde alles neu schaffen. Ich schenke dir einen neuen Mut. Das hat Jesus im heutigen Evangelium im Leben seiner Jünger bewirkt. Und das wird er auch in meinem Leben und in deinem Leben bewirken. Amen. Halleluja.
Gemeinsam wollen wir jetzt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, es sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiedergekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es kommt jetzt die fürbittenden Gebet. Herr Jesus Christus, du kommst durch verschlossene Toren und Herzen in unsere Mitte. Du vertreibst Angst und Zweifel. Darum kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Wir antworten auf die Fürbitten mit: Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich, lass uns auch in diesen Tagen immer daran glauben, dass du bei uns bist und erkennen, wo jemand unsere Hilfe braucht. Christus, höre uns. Wir bitten dich, schenke uns Kraft und Durchhaltevermögen, dass wir die Corona-Pandemie gut überstehen und die Einschränkungen weiterhin beachten, damit wir bald wieder unsere Großeltern, Freunde und Verwandten treffen können. Christus, höre uns. Wir bitten dich, komm mit deiner Liebe zu den Familien und lass uns gut aufeinander achten und füreinander da sein. Behüte unsere Kinder und Enkelkinder und lass sie in ihrem Leben spüren, dass du immer an ihrer Seite bist. Wir bitten dich, tröste alle Menschen, die in dieser herausfordernden Zeit einsam oder krank sind. Schenke ihnen Kraft, nicht zu verzweifeln und Trost im Glauben. Für alle, die den Virus nicht besiegen konnten, dass sie gut aufgehoben sind bei dir. Christus, höre uns. Wir bitten dich, schenke uns Versöhnung und Stärke, wenn es in der Familie zu Streit kommt, weil Eltern arbeiten und Kinder spielen möchten oder die Aufgaben von der Schule nicht gleich gelingen. Christus, höre uns. So wollen wir auch unseren persönlichen Anliegen vor Gott hintragen. Guter Gott, gib, dass wir die Kleinen unter uns nicht übersehen, dass die Großen unter uns nicht alles überragen. Gib, dass die Lauten unter uns nicht alle übertönen, dass die Leisen unter uns nicht überhört werden. Gib, dass wir aufeinander sehen und hören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. You may talk about
Bittet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt uns an, aus seinen Händen, zum Lobe zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Lasset uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir laden sie dem Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber auf höchsten zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Choren der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das höchste Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deinen Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seine Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Alois, Weihbischof Anton und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jene, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurde, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke auch alle unsere Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle heißen Kinder Gottes und sind es. Darum wollen wir vor Vertrauen gemeinsam singen. Thank you.
Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gib einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht von dir, dass du gehst und kommst. Aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Thank you.
Selig, die nicht sehen und doch glauben, Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gaben in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was sich beweisen lässt. Ich glaube nur, was sich nachrechnen oder vorausberechnen lässt. Ich glaube nur, was meinen Vorstellungen entspricht. Ich glaube alles Mögliche. Ich glaube irgendwie, irgendwas, irgendwann. Herr, findest du durch all diese Barrieren noch einen Weg zu mir? Am Ende unseres Gottesdienstes danke ich allen, die mitgestartet haben. Ich danke meine Ministrantin, die Lektorin, die Messner und vor allem unsere Musikern und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Servus TV, die diesen Gottesdienst für uns heute übertragen haben. Am kommenden Sonntag wird der Gottesdienst aus der Gemeinde Rabenstein an der Pilak von Servus TV übertragen. Zum Mitfeiern sind Sie recht herzlich eingeladen. Ihnen allen, euch allen, wünsche ich noch einen schönen Sonntag und ich bitte jetzt um Gottes Segen für uns alle. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Gehet hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Danke sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja.